Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge Alice 22 Allen Grad. Letzte Folge kam ich auf die Idee, man könnte die Lagerbahn verkaufen. Bei der BGA kriegt man 3,50 momentan. Für 1000 Liter ist der beste Preis. Dann habe ich diese Lagerbahn hierher gebracht, hab die abgekippt. So, da gingen so 8 Stück rein. Ja, dann war die BGA voll. Dann habe ich gesagt, da nicht mehr da reinging und ich wusste, was mit den Beinen jetzt passiert. Hab ich gesagt, okay, wir verkaufen das mal auf Händler oder so, wo er gerade Männergeld bringt. Hab die wieder aufgeladen. Dann ist beim Aufladen eben 10 Uhr geworden. Und ich habe 10.000 bekommen. Ich glaube 10.800 eben, das glaube ich war uns. Warte mal, müsste eigentlich da stehen. Einnahmen, ne, verkaufte Ball. 10.523, habe ich gerechnet. Waren 30.000 Liter. Ballen hat 3.500 Liter. Also waren es 8 Ballen. Kommt gar nicht zu hin, wenn ich erzähle, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da hinten passen noch 2 Reihen drauf, also vorne noch 2 Ballen, sind wir bei 8 Ballen. So, das heißt, ich habe das Geld bekommen für die Ballen. Die anderen Ballen lagen aber immer noch drum. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt großartig hier verbraucht wird, dass das da drin ist. Und ich habe keinen Bock, da jetzt 10 Jahre zu warten, was der Preis da treibt und was die BGA da treibt. Deswegen fahren wir jetzt zum Viehhändler. Der müsste da links sein. Und verkaufen die da, wo wir sie schon immer verkauft haben. Ganz einfach. Die 5 Euro Unterschied ist mir jetzt sowas von egal. Heißt aber, ich brauche mir in dem Geldding keine Gedanken machen. Wenn das Geld noch sonst jemand kommt und Kram oder der ich gar kein Geld krieg. Habt ihr das Geld bekommen? Fertig ist. So. Und da das Geld ja langsam, also. Es wird jetzt gerade durch die Silage und so ein bisschen wieder besser, mein Kontostand, okay. Aber ich habe ja noch ein bisschen mehr geplant und möchte ein bisschen vorankommen hier. Und auch wenn ich eine Schokolade noch habe zu verkaufen und bringe ich jetzt schon wieder. Alter, ich schneide den so arg die Kurven. Oh. Genau, da ich noch vorankommen will, den Hof vor allem nochmal groß umbauen möchte, brauche ich Geld. Und da ich mir das Geld jetzt einfach entschieden will. Also, das ist heute was ganz anderes. Habe ich jetzt einen Antrag bei der Gemeinde gestellt, dass ich Subventionen bekomme. Bei der Gemeinde. Nicht beim Staat, also nicht bei Deutschland, sondern bei der Gemeinde Erlengrad. Ich habe ja noch einen Mod mit drauf, der ein bisschen Geld bringt. So, wenn man mit Season-Ding spielt, einmal im Jahr, Januar, habe ich bekommen, waren 10.000. Für ein Jahr finde ich das extrem wenig. Das sagen wir mal, ist von der EU das Geld und die EU ist sehr spender, geizig anscheinend. Der Funkmast, den ich stehen habe, soll eigentlich auch mit 60.000 bringen. Ja, bis jetzt halt, glaube ich, schon die 2.000 gleich gebracht, gefühlt 5.000. Vielleicht 10.000. Kann ich halt genau sagen. Also sehr wenig. Ja, der wurde das eingebracht, was er gekostet hat bis jetzt. Aber okay. Deswegen haben wir jetzt einen Antrag bei der Gemeinde gestellt. Das Schild steht am Hof. Und müsste ich dann auch jede Nacht jetzt ein bisschen Geld bekommen. Im Monat sollte das um die 80.000 sein. Schicke Kappe. Das sollte ein bisschen was bringen. Wenn ich merken sollte, dieses Geld bringt mir immer noch weiter nichts. Dann kann man immer noch einen Antrag bei dem Staat stellen. Beim Land. Dass mir das ein bisschen was bringt. Und die sind ein bisschen spendabler. Also die Gemeinde ist klar, die Gemeinde ist eine kleine Gemeinde. Der Staat ist ein großer Staat, der hat ein bisschen mehr Geld. Ich möchte ja, dass die Bauern vorankommen. Dass hier ein bisschen was an Frucht und so rumkommt. Deswegen sind die ein bisschen spendabler, wenn man das Geld will. Momentan sage ich, okay, die Gemeinde reicht mir. Deswegen machen wir erstmal so. Okay. Ja, der Viehhändler ist schon gleich da vorne. 40 km/h sind jetzt nicht das schnellste. Aber okay. Ey. Meine Güte. Ist da kein JCB, der 80 fährt. 70. Deswegen. Meine Güte. Sind wir schon gleich da. Joa. Und ansonsten war eigentlich noch dran, Bäume zu fällen und aufzuladen. Beziehungsweise gefällt sind jetzt alle. Erst einmal aufladen muss ich so noch. Aber dann war mir die Lasche doch ein bisschen wichtiger. Weil die jetzt gerade doch ein bisschen gut Geld bringt. Und ja, deswegen verkaufen wir die jetzt erst einmal schnell.
damit der Kontostand mal ein bisschen wächst. Und ich muss immer noch. Ups, hab ich gar nicht rausgemacht. Warte, ich hab hier einen Zettel liegen. 70.000 muss ich noch zahlen für mein Zuckerrübenlager. Das Zuckerrübenlager, wo ich mir bedankt seit denke, na, hättest du es nicht unbedingt gebraucht, wahrscheinlich. Weil das. Die Zuckerfabrik doch gut Silber lagert, aber trotzdem ist es schön, so ein Ding am Hof zu haben, wenn man schon Zuckerrüben handelt und so. Deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm. Ist der Trigger umgewandert? Echt? Ja. Okay. Also ich fand den Trigger da links eigentlich, wo ich jetzt gerade stehe, gar nicht mal so schlimm. Aber okay. Da verkaufen wir es halt hier. Dann holen wir mal eine Fuhre noch am Hof. Wo ich wahrscheinlich den Lindner ein bisschen für brauche, dann fort leider. Weil ganz leicht komme ich auch nicht dran. Wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht. Ja. Oh ja, hat ein bisschen was gebracht. Irgendwie 20.000 jetzt. Ja. Wieder zusammenklappen bitte? Ja, genau. Und dann muss ich aber, dann zahle ich wirklich erstmal die 70.000, damit das endlich voll ist. Und ich dann nicht in einem Zuckerrübenlager stehen habe, was ich nie bezahlt habe. Deswegen. Ja, genau. Also wieder an den Hof. Ballen aufladen. Verkaufen und dann sehen wir mal, wie weit die Zeit ist. Ob wir noch Bäume aufladen. Ganz einfach. Ist schon eine schöne Landschaft hier. So im Schnee und so. Ist schon eine geile Karte. Ja, ja. Schön mit der Seilbahn, dem Riesenberg da. Ist schon geil. Naja. Genau. Ah. Das fahren wir hier unten rein. Ach, warte mal, der Riegeltrag steht noch da. Ja, das dürfte aber passen, glaube ich. Also, außer der Anhänger bleibt das wieder hängen. Nee, das passt nicht. Hat doch einen Wendekreis wie. 80 Tonnen. Fahren wir hier mal ein gutes Stück zurück. Hoppel, 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 hoppel. Gucken, ob wir jetzt reinkommen. Ja, ich glaube, das wird. Ne, das wird trotzdem nichts. Ein Auto, ich muss ein bisschen ausruhen hier. Wenn du dich beeilst, kannst du immer schnell vorbeifahren jetzt. Perfekt. Gut, gucken wir mal, ob wir die aufgeladen bekommen einfach. Dürfte eigentlich gehen. Der Unterstand wird Kollision haben, also wenn wir abreisen. Boom. Genau. Hatte ich aber bedenkt damals, bedunkel. Nein, das wollte ich nicht verkaufen. So, ja, 1500, genau. Hätte ich glaube ich noch viel gekostet damals. Ja, 2000, also, das war es nicht viel für uns. Das bringen die Ballen wieder rein. Dafür waren die Ballen ja schön geschützt, da sie ja nicht mehr eingepackt sind. Muss ich sehr ein bisschen schön schützen. Vor dem Schnee und so. Gut, vor der Kälte kann es nicht schützen. Ah. Zack.
Deine Baum wurde schon zur Seite geschossen. Yay. Der Kleine da vorne. Mit dem Auto letztens. das ist ja schon. Jetzt mal eine andere blöde Frage. Welche Folgennummer haben wir eigentlich gerade? Die 98, oder? Mal ganz kurz, während der auflädt. Ganz kurz mal nachgucken. Bei der 94, 95, 96, 98. Heißt, da mal diese Woche 4 Folgen machen, haben wir nächste Woche dann die 100. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt nichts Specialiges Großes machen. Keine Ahnung. Ist ja noch eine Folge dazwischen, aber ich wüsste es halt etwas, weil es da Special machen kann. Man kann Feuerwerk machen. Ne? Spoiler ist wieder was hier. Hm. Ja, mal gucken, wie wir bis dahin sind. Vielleicht, keine Ahnung. Mal gucken. Was man da so treiben in der Platz. Ja. Der Ball liegt natürlich ein bisschen suboptimal da jetzt. Wo er liegt. Bremsen. Soll ich in den Rahmen vorne oder soll ich schon eingestanden? Ja. Und die ganze in die Ecke treiben, bitte. So, wenn wir Glück haben, dürfte das ja eigentlich klappen. Ah, perfekt. Gut, haben wir eine volle Ladung wieder. Wenden wir einmal. Klappen das Ding zusammen. Und dann Vollgas voraus. Die hat 3 Paletten Zucker da. Oh, guck mal, nächste Woche. Komm. Nein. Wenigstens ist es Tor jetzt offen. Das ist doch schon mal gut. Gut. Dann bringen wir die Fuhre noch weg. Und dann fahren wir wieder in den Hof. Und dann ist, glaube ich, auch schon Feierabend. Glaube ich. Weiß ich noch. Wenn wir halt brauchen. Uppala, vielleicht auf die Straße fahren, dann hupelt es auch nicht zu. Ist doch eine Klimaanlage da oben. Oder was ist das? Hä? Ja, doch könnte sowas sein. Er ist halt ein älterer Traktor, hat er nicht so einen Ausstand. Hat noch Hebel und was weiß ich, war da das. Können wir mal gleich gucken, wenn wir stehen. Der Waldreis ist einer der jüngste vom Ding her. Ich habe ihn zwar als Neuwagen gekauft, aber der stand halt auch schon 30 Jahre. Der ist ja schon etwas älter. Sieht man halt auch an der Ausstattung, das ist klar. Wenn ich hier so angucke und jetzt mit dem Rollen vergleiche und so, ist das schon eine andere Hausnummer hier. Wenn ich nicht mal ansatzweise einen Plan habe, was das alles ist hier. Stimmt, der hat eine Rückfahrangestellung gemacht. Ja. Einmal mit verkaufen, bitte. Ja. Naja, 30.000. Wunderbar. So, wenn man den Waldreiter jetzt mal vergleicht mit dem hier. Alter. Der hat Knöpfe über Knöpfe und ein Display im Lenkrad und ach Gott, im Himmel. Das ist schon eine andere Hausnummer. Bruder Lindner. Hat auch schon ein Display und so, ja. Und er hat aber noch ein paar. Gut, hat auch Knöpfe, gut, hat auch ein paar Drehdinger und Kram und was weiß ich über alles. Und auch nur ein Display. Gut, Bürger ist halt auch wieder ein älterer. Der ist halt noch ganz, der ist ganz alt. Gut, Russell Mage ist ein Drescher. Gut, der modernste ist eigentlich der hier bald.
Ja, ne, eigentlich gar nicht. Ja, der hat auch viele Hebel noch und alles. Gut, der hat auch nicht viel Technik. Gut, aber der Hebel hat das schon. Naja, gut, aber darum geht's ja gar nicht. Ah, haben wir Geld gemacht. Wir haben doch 85.000. 85.000, ich muss noch 70.000 zahlen, dann haben wir noch 50.000 übrig, aber das war's eigentlich. Dann machen wir es doch ganz einfach. Helfer. Bitte einmal hier hin. Fährste? Fährste, perfekt. So, 70.000 hatte ich gesagt. Minus 70. Boom. So, das Geld hatte ich mir nämlich so damals geholt. Als sozusagen, ich habe das zu gerühmten Lager unter, ich sag jetzt mal, raten oder gekauft und hab gesagt, ich zahl's später, richtig? So kann man sagen, wie man es da machen kann, so wie ich kaufe und bald das Ding erst im Mond bezahlst du dann in ein paar Wochen. Auch wenn es, glaube ich, 2-3 Monate da stand schon. Und es war halt eine Halle. Weiß nicht, ob man das in echt machen kann, also eine Halle kaufen, die er später bezahlt. Weiß ich nicht. Noch nie eine Halle gekauft. Von daher. So, jetzt haben wir wieder selber das Lenkrad in der Hand. Joa. Dann haben wir diese Woche doch ein bisschen was geschafft. Silage verkauft. Zucker runtergebracht, Bäume gefällt, Bäume verkauft. Ja, geht eigentlich. So, nächste Woche müssen wir die Bäume dann aufladen wieder. Und ja. Dann sehen wir weiter, was so abgeht. Dann haben wir auch schon bald wieder Februar. Und wir dann wieder um die Felder kümmern müssen dann. Wiesen mähen und alles bald. Ja. Genau. Und da rechts haben wir das schöne Schild. Dieser Hof von der Gemeinde subventioniert wird. Nicht wundern, ich habe die Schilder übersetzt. Fand es schöner. Ist eine deutsche Karte hier. Also kann man auch deutsche Schilder hinstellen. Ganz einfach. So. Und das dürfte dann die nächste Nacht bitte Geld bringen. ja. Genau. Wo stand das Ding nochmal rechts hin? Stellen wir das Ding doch in die Halle rein. Was ist eigentlich mit Mähtechnik aus, blöde Frage. Habe ich eigentlich alles? Ich den Ballenpresse wollte ich noch tauschen. Ja, genau. Ich brauche Geld. Ich brauche einfach Geld. Deswegen, Lage hat mir was gebracht, ja. Und die 60.000 waren es insgesamt, glaube ich. Circa. Ja. Genau, wo fahre ich lang? Ich weiß es nicht. Aber gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Guckt doch gerne mal Mario Kart, wenn ihr Bock drauf habt. Die neue Welle ist draußen. Und ich denke mal, nächste Woche kommen wieder Factions dann. Und Gamescom ist nächste Woche auch noch, stimmt. Aber gut, das findet halt am Aufnehmen ja nichts. Genau. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Oder andere Videos oder keine Ahnung, was alles. Also, tschüss.